von Reds.de. Und ich habe die Frage, du bist ja momentan mit Jack Swagger und Seth Coulter ziemlich in der Midcard gefangen. Wann wird das denn wieder? Ja. Wann werden wir dich denn wieder um den Titel kämpfen sehen können? Also 2K-Champion ist ja schon nicht schlecht, aber ich glaube, alle Fans, gerade hier auch in Deutschland, in Europa, möchten sich gerne um größere Titel wieder wie den US-Titel kämpfen sehen. Kannst du da irgendwas ausmachen? Kannst du uns da schon verbindlich was sagen? Ich kann noch nichts sagen, aber natürlich ist der WWE Championship oder der World Heavyweight Championship mein Ziel. Und ich würde sagen, dass ich vielleicht irgendwann mal der erste deutschsprachige WWE Champion sein werde. Das ist ein Wort! Vielen, vielen Dank! Haben wir noch jemanden, der über die ganze Bühne kommen will? Noch mal ein bisschen leer! Also, wresteln Sie lieber in kleinen Arenen oder in großen wie der WWE? In großen, damit ich auch euch Leute sehen kann, ne? Danke. Ein bisschen mehr Lärm, ne? Antonio, sag mal, wie ist das eigentlich? Was muss ein europäischer Superstar mitbringen, um es ganz groß zu schaffen? Ja, ich denke, er muss einfach unheimlich gut aussehen und unglaublich gut im Ring sein. Und dann muss er noch Deutsch sprechen können. Antonio, wenn du ein Match hättest, wann in der Bankkoffer? Gegen wen würdest du ihn einsetzen und wann? Wer wäre dein Lieblingsgegner? Undertaker WrestleMania. No way! Okay, haben wir noch eine Frage? Zwei mehr. Das bedeutet zwei. Oder Peace. Sven, mein Name. Ich wollte mal fragen, wie kommt das eigentlich zustande, dass du fünf Sprachen fließend sprichst? Ja, wenn man in der Schweiz aufwächst, dann spricht man Schweizerdeutsch, spricht man Deutsch, lernt man Französisch und dann mit meinem Nachnamen lernt man noch Italienisch und dann Englisch. Aber das Wichtigste für mich ist, dass ich Deutsch spreche. Ja, das ist ein Wort. Nicht so als bisschen Schweizerdeutsch, richtig Deutsch. Letzte Frage. Du bist der? Kevin. Ich wollte fragen, hat man als europäischer Wrestler genau dieselben Chancen wie ein amerikanischer Wrestler in der WWE? Ja, definitiv. Und ich habe das gezeigt, indem ich den US Champion für 230 Tage gehalten habe. Und bald schon einen neuen Titel halten werde, das verspreche ich. Okay, für alle nochmal die Info, wer gerne seine Fotos, also die Leute, die hier auf der Stage waren, die Antonio treffen konnten, eure Fotos sehen wollt, geht einfach auf Facebook.com, WWE Games, da gibt es alles zu Antonio Cesaro und 2K Games, ja. Sag mal Antonio, wann kann man dich das nächste Mal live in Action erleben? Das nächste Mal, die WWE kommt im November nach Deutschland. Mach mal ein bisschen Lärm dafür, lass doch mal was! Kommt nach München. Ja, ich weiß, ja. Trotzdem, es würde mich sehr freuen, wenn ich euch alle in München dabei sein werde. Wenn ihr alle in München dabei sein werdet, da ist mein Deutsch wieder. Auf einmal in Zürich, ja, und dann in Wien. Okay, wie sehe, sind hier noch ein paar Leute, die Fragen stellen wollen. Ja, du bist der? Robin, dann komm mal mit zum Champ. Robin, deine Frage. Wie du auf deinen Finisher-Namen gekommen bist, der Neutralizer. Weil er einfach geil ist!
Beispiel ist, dass die Schweiz sehr neutral ist. Und da ich auch meine Gegner neutralisiere, das Beste, ne? Und weil er einfach geil ist. Ja, du bist der? Mach mal ein bisschen mehr für den Jan. Jan, deine Frage. Wie kommt man zu dem Beruf Wrestler? Das ist ja jetzt nicht so ein normaler Job, den man so macht. Der Herr ist ein Superstar. Es ist Superstar, richtig? Okay. Ja, sehr gut. Leider habe ich nicht so viel Zeit, das Ganze erklären zu können, aber ich sage einfach mal, ein riesengroßer Fan hat seinen Traum verfolgt. Heute lebe ich meinen Traum und ich stehe vor euch als WWE Superstar. Ja, du bist der? Carsten, okay, dann stell mal deine Frage an den Superstar. Er kennt nicht viele auf der Straße. Habt ihr viele Leute auf der Straße erkennt? Aber ja, die ganze Zeit. Na, so wie mich alle hier kennen. Und wenn ich sie sehe, dann mach ich so. We have people! Hallo, du bist der? Manuel. Manuel ist am Start, okay, Manuel. Deine Frage? Antonio, wen finden Sie am talentiertesten in der WWE momentan? Daniel Bryan. Okay, Leute, wir hatten jetzt alle Fragen. Hat es euch Spaß gemacht? Okay, freut euch darauf. Antonio ist noch hier. Ja, zwar extra aus LA angereist, ja, für euch hier auf die Gamescom, für 2K. Ja, er wird aber auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Also geht nirgendwo hin, ja, für alle, die gerne das Spiel vorbestellen wollen, mehr Infos dazu haben wollen, rechts an der Bühne zum GameStop, ja. Ja, und wir sind auf jeden Fall hier. Aber Antonio, hast du Lust noch mit mir ein bisschen T-Shirts reinzuwerfen? Wollt ihr, dass der Antonio das macht? Ja! Er will T-Shirt! Antonio, das sind deine Fans! Ja? Antonio hier, großer Fan, kennst du noch? Ich bin am Rand jetzt. Ja. Einmal die Seite und die Seite. Antonio! 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 Yeah. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank, ihr wart der Hammer, ihr habt richtig gut mitgemacht, Leute. Auf